Wir wissen, dass der Einsatz von Cloud-Technologie, von sogenannten Big-Data-Ansätzen große Potenziale bietet. Aber wir sehen, dass nur ein sehr kleiner Anteil von gerade kleinen und mittleren Unternehmen an diesen Technologien interessiert ist. Wir haben im Jahresgutachten 2016 darauf aufmerksam gemacht, dass sich so eine digitale Teilung, Digital Divide, bei den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland abzuzeichnen scheint. Nur etwa 7% der deutschen KMU wenden Big Data-Ansätze tatsächlich an. Es sind knapp 30% der Großunternehmen, die das tun. Nun sind kleine Unternehmen immer etwas langsamer in der Adoption neuer Technologien. Das ist nichts Verwunderliches. Was uns besorgt und ein wenig umtreibt, ist, dass die Zahlen, also diese 7%, deutlich unter dem liegen, was in anderen Ländern passiert. Das heißt, deutsche KMU, die wir für innovativ halten, was in der Regel auch stimmt, liegen derzeit hinter der Adoption dieser neuen digitalen Technologien im Vergleich zu anderen Ländern weit zurück. Das Erste, was wir brauchen, ist zunächst einmal ein Weckruf. Wir müssen einfach erkennen, dass die Welt sich im Moment sehr rasant verändert, dass durch Digitalisierung, durch das Internet ganz neue Geschäftsmodelle auf den Plan gerufen werden. Es geht also gar nicht mal so sehr um neue Technologie, sondern um den Einsatz der Technologie, um den Einbau des Internet in das eigene Geschäftsmodell und dort insbesondere um den Umgang mit Daten. Big Data ist generell einsetzbar von der Produktionssteuerung bis hin in Vertriebssteuerung, Marketing und dergleichen mehr und beruht im Wesentlichen darauf, dass man Korrelationsanalysen einsetzt, um mehr aus den eigenen Daten zu machen. Wenn wir einen Flaschenabfüllbetrieb nehmen, eine Brauerei beispielsweise mittlerer Größe, dann kann die Maschinenüberwachung, die Überwachung der Fehlerraten in der Auslieferung, in der Logistik relativ gut mit Big Data-Ansätzen gemacht werden, weil ich in der Cloud dann Daten von anderen Nutzern solcher Anlagen zusammenführen kann. Ich kann herausfinden, ob meine Anlage besonders hohe oder besonders niedrige Ausfallraten hat. Ich kann die Wartung steuern nach tatsächlichem Ausfall oder nach Fehlerhäufigkeit und muss sie nicht mehr mit festen Wartungsintervallen machen, was in der Regel eigentlich nicht effizient ist. Das, was wir im Moment als Digitalisierung wahrnehmen, ist eigentlich nicht nur Digitalisierung, sondern Digitalisierung und Vernetzung, die Nutzung des Internet. Und es gibt einige Unternehmenstypen, die darauf hervorragend abgestellt sind und das sehr gut können. Das sind Startups. Startups, die in großer Zahl im Fintech-Bereich, im Edutech-Bereich, ich nehme jetzt mal immer diese neu deutschen Begriffe, oder auch im industriellen Bereich, im Servicebereich entstehen. Diese Unternehmen haben eigentlich keine Schwierigkeit im Umgang mit den neuen Technologien. Ihr Wachstum wird davon getrieben. Die klassischen mittelständischen Unternehmen, sowohl in der Industrie wie auch im Dienstleistungsbereich, müssen sich umstellen, weil die nicht mit diesen Technologien groß geworden sind und die sozusagen nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn man das erkannt hat, ist natürlich die Frage, wie kommen wir an diese neuen Ansätze heran? Welche Kenntnis, welche Fähigkeitslücken müsste man überwinden, um die auch in Deutschland einsetzen zu können? Und hier ist leider zu sagen, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie leider in der Vergangenheit nie eine besondere Stärke der deutschen Wirtschaft gewesen war. Das lag uns ein bisschen fern. Das hat lange Zeit nichts gemacht, weil wir das einfach zu guten Preisen im Weltmarkt einkaufen konnten. Jetzt wird es aber ein zentraler Bestandteil der eigenen Geschäftsmodelle. Und deswegen müssen wir in vielen Unternehmen jetzt aufrüsten. Und da haben wir natürlich zum einen die Problematik, dass derzeit in Deutschland relativ wenige Informatiker ausgebildet werden. Aber das Ausbildungssystem der Universitäten ist relativ flexibel und es wird sich relativ zügig umstellen, sobald die Absolventen merken, dass sie wunderbare Berufschancen haben. Und vielleicht sind die Berufschancen in einigen anderen Ausbildungsgängen dann nicht mehr so gut. Das wird sich einstellen. Ein zweiter Bestandteil des Ausbildungssystems ist die duale Berufsausbildung.
Das ist ein Standortfaktor, eine Standortstärke, die uns auch schon in den 1980er Jahren geholfen hat, eine erste Digitalisierungswelle gut zu meistern. Und als Expertenkommission sind wir der Meinung, dass das auch wieder ein wesentlicher Faktor ist, um die Anpassungen, die jetzt erforderlich sind, zu meistern.